Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den, ich glaube, so ziemlich teuersten Tee-Adventskalender, den ich so finden konnte. Und zwar ist es der hier von Besser im Glas. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 89,90 Euro, soll einen Warenwert von 141,60 Euro haben. Ich habe euch ja schon den gemischten vorgestellt und die liebe Nicole hat euch auch, glaube ich, schon vorgestellt, den mit den Gewürzen. Schaut gerne sonst nochmal nach diesem Video bei einem der beiden Videos oder bei beiden vorbei. Und ja, genau, den habe ich einfach dort im Online-Shop bestellt und ich bin gespannt, was wir hier so an Sorten drin finden dürfen. Und ja, solltest auch du Teil dieser Crew hier werden wollen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich finde es ganz schön, wie der so aufgemacht ist. Das Ding ist, das habe ich bei dem anderen schon gemerkt, man kann ihn am besten liegend aufbewahren und dann von oben einfach öffnen. Da muss man die Boxen nicht rausnehmen, man kann einfach hier die Boxen so öffnen und dann kommt schon direkt das Produkt halt so einem entgegen. Finde ich persönlich ein bisschen einfacher und kann ich auch so empfehlen, dass wenn ihr den selber so habt, ne? Ja, ich verlinke ihn natürlich in der Infobox, sofern ihr da Interesse dran habt, aber es ist schon ein teurer Spaß, würde ich mal so sagen. Aber wir gucken mal rein. Hinten werde ich dann so wieder die Produkte ein bisschen aufstellen und dann auch für mich sortieren, was werde ich gut finden, was werde ich nicht gut finden. Mal schauen. Ach so, und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir hier auch nicht unbedingt die gleichen Sorten drin haben wie bei dem gemischten. Ne? Dass wenn man sich theoretisch auch beide bestellt hat, weil es gibt ja dieses Angebot, bestellt zwei Adventskalender, bekommen 20% Rabatt, ne? Dass die Produkte sich halt nicht wiederholen. Das wäre ziemlich nice. Ich starte am 1. Dezember mit Merry Mango, ein Früchtetee mit Mango und Zimt. Ja, der sieht super lecker aus und super ansprechend. Zum einen glaube ich, dass es eine Doppelung ist und zum anderen sind mein Freund und ich nicht so die Zimt-Fans, was Tee angeht. Da sind 32 Gramm drin enthalten. Ich glaube, dass die halt immer gläschenweise für den ziemlich gleichen Preis verkauft werden, oder? Ich steige da noch nicht so ganz durch, muss mich da noch einlesen. Da werden euch natürlich auch die Preise rausgesucht. Am 2. Dezember geht es weiter. Ja, noch eine Doppelung leider. Schade. Also holt euch nicht einen gemischten Adventskalender und einen der Gewürz oder Tee, sondern holt euch dann den Tee-Adventskalender und den Gewürz-Adventskalender zum Beispiel, ne? Um dann die 20% Rabatt auch zu bekommen. Naja, wusste ich nicht. Hier habe ich den Tee halt heiße Zitrone mit als Zitronentee drin, genau, mit 25 Gramm. Den kann ich gerade sehr, sehr gut gebrauchen. Einfach zusammen so ein bisschen mit Honig. Oh, ich glaube, das wird echt gut. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir die heiße Waldbeere drin, ein Früchtetee mit Waldbeergeschmack und 30 Gramm. Ich finde es einfach sehr schön, dass man hier diese Gläser hat. Das ist ja auch wirklich aus Glas, ne? Dass man hier sieht, was drin ist. Dass man auch komplett so ganze Beeren auch teilweise hier sieht. Das finde ich schon sehr nice gemacht. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir die Schlafmütze drin. Ein Rooibos-Tee mit Baldrian und Lavendel. Da sind drin enthalten 19 Gramm. Sowas kann man zum Einschlafen auch ganz gut gebrauchen. Hier steht auch drauf, sleep well in your Bettgestell. Schlaflose Nächte nerven uns. Daher runden wir unsere Rooibos-Basis mit Baldrian und Lavendel ab. In diesem Sinne, ab in die Haier. Ich glaube, das sollte ich mir wirklich mal zu Herzen nehmen. Am 5. Dezember haben wir auch einen alten Bekannten. Und zwar den heiße Blaubeere. Früchtetee Blaubeere mit 30 Gramm. Ich glaube, das ist auch als Tee so aufgegossen richtig schön aussehen wird, weil die ja auch so richtig, also der Tee wird ja auch so richtig schön eingefärbt. Ich glaube, das kommt richtig gut und das sieht so aus, als wäre hier auch Kornblume oder sowas mit drin. Spannend. Nikolaus, der 6. Dezember. Ich hole mir jetzt erstmal ein Hebevieh, weil mein Daumen mittlerweile echt schlapp macht. Da haben wir den Apfelstrudeltee drin enthalten, ein Apfeltee mit Vanillenote. Das finde ich cool. Mag ich. Ich bin zwar nicht so ultimativer Fan von Tees, die irgendwie dann auch so diesen Lebensmittelgeschmack mit dabei haben, ne? Aber manchmal kann das richtig lecker sein. Da habe ich Bock drauf. Ich würde mich auch über Ingwertee freuen, ne? Am 7. Dezember haben wir den Minzprinz drin. Ein Tee aus dreierlei Minzsorten. Oh, schön. 9 Gramm sind hier drin. Und ja, ne? Winterzeit ist Erkältungszeit. Dementsprechend kommt das auch sehr gut, einen solchen Tee hier drin zu finden. Und Minztee ist ja auch wirklich ein Klassiker. Ja, so langsam kommen hier auch mal so ein paar Abwechslungen rein, was ich echt gut finde. Ja, ich habe es beschrieben. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Da haben wir den Tee Ingwer Citrus, ein Ingwer-Tee mit Limette drin enthalten. Da sind 35 Gramm drin. Das finde ich super. Und ich habe gestern noch eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, was ihr so empfehlen könnt, wenn man mit Coronica Pony unterwegs ist, ne? Was man so zu sich nehmen kann. Da wurde ganz viel Sonne tanken empfohlen und Ingwer-Tee. Das heißt, den werde ich mir gleich richtig derbe reinziehen. Mal gucken, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen.
über Erdbeerleim. Früchtetee mit Erdbeeren. Oh, das sieht auch lecker aus. 21 Gramm haben wir hier drin. Ich bin ein Früchtetee-Fan. Ich oute mich hiermit offiziell. Und ich finde es richtig schön, sowas hier drin zu finden. In der Nummer 10 darf es mit Traum der Karibik weitergehen. Ein tropischer Früchtetee abgefahren. 28 Gramm sind hier drin. Und das finde ich wirklich witzig, weil wir haben Sommerurlaub das ganze Jahr. Weil, ganz ehrlich, es ist ein Adventskalender. Witzig. Einfach witzig. Das ist Humor. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11 enthält, ist Superfruit. Früchtetee mit ganzen Früchten. Sowas mag ich sehr gerne. Da sind Erdbeerstücke, Goji-Beeren drin enthalten, Aronia-Beeren, Ingwer, Hagebutten, Schalen, Hibiskus, Brombeerblätter, rote Beete und so weiter und so fort. 23 Gramm sind hier drin. Das finde ich schön. Das mag ich. Das ist richtig mal was anderes auch, ne? Genau, und wie lange ist sowas überhaupt haltbar? Ich glaube ewig und drei Tage. 7.9.2026. Ewig. Die Nummer 12, die Halbzeit, enthält Orange Minze. Auch das ist ein Klassiker, den man ganz gut zu sich nehmen kann. Frische im Glas steht hier drauf. 23 Gramm sind drin enthalten. Ich finde es auf jeden Fall sehr ansprechend und sehr weihnachtlich durch die Orange. Krass, bislang ist ein einziger Tee, wo ich sage, nee. Mal gucken, wie es in der Nummer 13 weitergehen wird. Hier haben wir einen Wachmacher drin enthalten. Der gesellt sich dann leider auch zu dem Nähtee. Grüntee mit Guarana und Matcha. 16 Gramm sind hier drin. Das liegt ganz einfach daran, dass mein Freund und ich jetzt wirklich morgens gerne einen Kaffee trinken und weniger einen Tee. Das sind wir einfach eher so, ne? Aber das ist etwas, was dann vielleicht jemandem aus meiner Familie sehr gut gefallen könnte. Da fällt mir tatsächlich die ein oder andere schon ein. Am 14. Dezember haben wir den Mary Zimt Tee drin enthalten, Weihnachtstee mit Zimt und Apfel. Kann sicher super lecker sein mit 28 Gramm, aber wir sind halt keine Zimt-Fans, was Tee angeht, deswegen schade Schokolade, geht der weiter. Und Food-Adventskalender sind übrigens mit die Adventskalender, wo ich am meisten immer von behalte, was ich halt nicht so weitergebe, ne? Ansonsten bei den Beauty-Adventskalendern behalte ich immer nur so ein, zwei Produkte pro Adventskalender. Ja, am 15. Dezember habe ich was drin, was mich gerade richtig glücklich macht. Und zwar ist das heiße Kirsche, ein Kirschtee mit 23 Gramm. Das finde ich mega cool. Ich liebe Kirsche. Oh, lecker. Ja, von 15 Produkten erst drei, wo ich sage, ist jetzt nicht ganz so unser Fall, ist tatsächlich schon mal eine richtig gute Ausbeute, würde ich mal so sagen. Ne? Okay, dann schauen wir mal, was der 16. Dezember uns zu bieten hat. Hier habe ich drin Ingwer-Kurkuma, Ingwer-Tee mit Gewürzen. 32 Gramm sind hier drin. Eigentlich würde ich sagen, boah, nee, brauche ich eigentlich nicht haben. Erinnert mich ein bisschen zu sehr an goldene Milch. Aber aufgrund der ganzen Thematik aktuell ist es, glaube ich, etwas, was wir ganz gut gebrauchen können. Deswegen Augen zu und durch. Rein damit, ist gesund. Am 17. Dezember haben wir ein Kräuterbeet hier drin enthalten. Ein Premium-Kräutertee. 8 Gramm sind hier drin. Das ist der Klassiker. Also genauso steht es hier auch drauf. Der Klassiker im Glas. Eine Runde durch dein Kräuterbeet. Auf jeden Fall. Mal gucken, habe ich denn alles davon? Äpfel haben wir nicht im Garten. Nee. Fenchel haben wir auch nicht im Garten. Griechischen Bergtee haben wir auch nicht. Apfelminze haben wir auch nicht. Löwenzahn, den haben wir. Süßkraut, glaube ich, auch nicht. Aber gut. Ja, wenn die meinen, das wäre in meinem Kräuterbeet drin, okay. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember, das ist auch ein Klassiker, der Rooibos-Traum, einfach ein Rooibos-Tee. Ja, das ist cool, ne? 25 Gramm sind hier dran. Das ist halt so ein klassischer Tee, den man so macht, wenn Besuch halt da ist, weil die meisten nach Rooibos-Tee fragen. Ich komme doch meistens immer so mit meinem Repertoire an verschiedenen Tees um die Ecke und die meisten entscheiden sich halt wirklich so für Klassiker, Rooibos-Tee oder so, ne? Naja, ist ja lecker, kannst ja nichts zu sagen, ne? Okay, dann schauen wir mal weiter, was der 19. Dezember so zu bieten hat. Zitrone-Minze, auch das etwas, was ich ganz gerne jetzt ja, zu mir nehmen werde, denke ich mal. Ne? 25 Gramm sind hier drin und ich glaube, mit diesem Adventskalender werden wir die nächsten Tage und Wochen echt sehr, 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 sehr viel austesten können. Das ist eigentlich total praktisch, dass ich den genau jetzt auspacke, oder? Das ist also für uns auf jeden Fall. Wenn man krank ist, ist man krank. Das ist auch immer meine Aussage. Also wenn ich mich auch schlecht fühle, ich lege mich hin, ich gehe ins Bett und so weiter und so fort. Aber ihr kennt das ja von mir. Ich bin so ein kleiner, ehrgeiziger Mensch. Und dementsprechend, wenn ich Bock habe und wenn ich mich fit genug fühle, dann drehe ich hier halt Videos, dann schneide ich Videos. Ne? Deswegen macht euch keine Sorgen. Ich weiß, viele haben es sicherlich schon in den Kommentaren geschrieben. Wenn es mir nicht gut geht, lege ich mich hin. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir den heißen Pfirsich drin. Das habe ich beim anderen Adventskalender auch schon gesagt. 25 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist wirklich einer, der was für meinen Freund sein könnte. Und dann kam mir die glorreiche Idee, dass man das ja zu Eistee machen könnte. Ja, ja, ne? Genau. Also das ist, ja, lecker. Bestimmt.
ist dann auf jeden Fall ohne Zucker oder es kommt halt drauf an, wie viel Zucker man da selber reinmacht. Ne? Genau, dann schauen wir mal weiter, upsala, was der 21. Dezember so zu bieten hat. Der hat sich gerade schwer öffnen lassen. Ah, Sweet Chai ist nicht so unser Ding, ne? Mögen wir beide einfach nicht so gerne. Ja, wahrscheinlich, weil es einfach mit Zimt ist. Schwarztee mit Gewürzen und Zimt, hier sind 28 Gramm drin, aber ich glaube, viele werden das hart feiern. Also, ne, Chai Latte und so weiter, das feiern ja auch super viele, aber wir sind da halt einfach raus. Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so. Dann schauen wir mal in die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Hier ist eine heiße Orange drin, ein Orangentee, 23 Gramm. Auch das finde ich schön, kann ich gut gebrauchen, werde ich ausprobieren, ne? Ist auch weihnachtlich, finde ich. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember und da ist Mary Berry drin. Den haben wir letztes Mal, also bei dem anderen Adventskalender auch drin gehabt. Fruchtiger Weihnachtstee mit Vanille und hier sind 35 Gramm drin. Das finde ich auf jeden Fall schön, ne? Wegen der Vanille hört sich das für mich sehr, sehr ansprechend an, weil wir da auch, glaube ich, kein Zimt drin haben. Wir haben zwar Süßkraut hier drin enthalten, aber ansonsten hört sich das alles sehr, sehr lecker an. Auch schwarze Johannisbeere, das mag ich ja immer richtig gerne, ne? Schauen wir mal, was am 24. Dezember drin ist. Mal gucken. Hoffentlich nichts mit Zimt. Ich meine, wir hatten in dem anderen Adventskalender jetzt auch nicht unbedingt was Weihnachtliches drin. Ha, stimmt. Den hatte ich ja fast vermisst. Das ist ja Birnenzimt. Ja, Birnentee mit Zimt, 31 Gramm, wird wahrscheinlich viele freuen, die Zimt mögen. Bei uns ist es halt leider ein Nö. Aber komm, 19 von den Tees finde ich super ansprechend und 5 von den Tees sind jetzt nicht ganz so unser Vibe. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen gut eigentlich vom Schnitt her, oder? Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Wie gesagt, meine Empfehlung, wenn ihr euch 2 dort bestellen solltet, um diese 20% Aktion mitzunehmen, holt euch nicht den gemischten, sondern holt euch den Gewürze und den Tee-Adventskalender. So habt ihr dann halt wirklich einen guten Mix, glaube ich, aus allem. Und ja, schöner Adventskalender. Ich glaube auch wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, war ja auch angegeben, ne? Dass man da eigentlich ganz gut was sparen kann. Es ist jetzt nicht so ein mega krasses Preis-Leistungs-Verhältnis, aber die Frage ist ja, ist es einem das wert? Also mir persönlich ist es das schon wert, dass ich halt hier im Prinzip für uns 19 Teesorten habe, die uns gefallen. 5 werden weitergegeben, aber das finde ich jetzt echt wirklich für so einen Adventskalender ein richtig guter Schnitt, ne? Und würde ich empfehlen, wenn mich jemand auch fragt nach einem hochwertigen, losen Tee-Adventskalender. Ja, weil da ist der eigentlich ganz gut, ne? Macht eine gute Figur, das Schätzelein. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Was mache ich hier? Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.